Und willkommen zu einer weiteren Folge Beam in the Drive. Heute mit dem Ebisu Covid, einem kleinen kompakten Auto, das wirklich zu meinen Favoriten gehört hier in BeamNG, das auch schon wirklich von ganz Anfang an dabei ist. Und wir haben eine der neueren Varianten, das ist so eine Driving School Variante, so eine Art Fahrschulauto. Zumindest der Skin ist so im Design. Und wir sind auf Dry Rock Island und werden uns mit dem Corvette hier so ein bisschen mal voran bewegen. Denn ich verbinde auch hier mit dem Corvette und Dry Rock Island eine Menge, weil da hat es so damals angefangen mit BeamNG, mit dieser Kombination. Allerdings war da Dry Rock Island noch ein bisschen anders, da die hatte noch einen anderen Straßenbelag, der war noch nicht so dunkel. Und auch der Corvette hat ein neues Soundfile bekommen, der hat sich vorher ganz anders angehört, diesen Standard BeamNG Sound eben. Hört sich jetzt eher wie so ein Zweitakter an. Und wir fahren mal hoch zu der einen Brücke. Und da gibt es nämlich eine ganz schöne Stelle, die ich immer zum Crashe machen, zum Unfälle machen benutze. Und zwar ist es gerade hier wieder dieses Bergstück runterfahren. Da habe ich schon einige Stunden damit verbracht. Wir stellen uns gerade mal hier so hin. Machen den Spawnpunkt neu. Und dann kann man nämlich, wenn man die Handbremse löst, einfach hier um die Ecke fahren. Ja, und dann fährt man dieses Stück hier wieder runter, wenn man es denn schafft. Man kann ja auch rechts über den Acker fahren, da kann man sich dann auch irgendwie überschlagen. Und hier fährt man dann eben runter. Ja, okay, mit dem Corvette, das ist ein kleines Auto, hat nicht so hohe Geschwindigkeiten. Da geht das dann schon eher einfacher durch und dann kann man sein Auto eben wunderbar zerlegen. Wie jetzt hier. Das haben wir schon mal gut geschafft. Das kann man gerade wieder oben starten. Wir können auch mal in die Onboard hier gehen. Ganz normal, Standard natürlich. Und ich würde sagen, wir fahren noch mal kurz hier über den Acker. Mal gucken, ob wir da was reißen können. Da gibt es nämlich so ein paar kleine Bodenwellen hier und da können wir uns auch immer schön überschlagen und die wunderschöne Crash-Physik begutachten, die jetzt mehr oder weniger nicht so spektakulär ausgefallen ist. Wenigstens sind wir in Schatten gelandet. Aber was soll's. Ja, wir gucken uns nochmal weitere Variationen an. Weitere Auswahlmöglichkeiten. Da haben wir den Corvette. Und da gibt es auch eine relativ gute Auswahl. Wir haben hier natürlich die Standard-Dinger, den Student Driver hatten wir jetzt hier. Wir haben nochmal eine Custom-Variante, die sieht ein bisschen getunter aus. Wir haben hier eine Turbo-Renn-Variante und eine Turbo-Rally-Variante. Und die Rally-Variante gefällt mir auch wirklich am besten. Die werden wir mal nehmen. So, zack. Da haben wir auch Überrollkäfig drin und schöne Felgen und das Ganze. Können wir nochmal innen gucken, haben sogar ein schönes Sportlenkrad und wie gesagt den Überrollkäfig. Und haben schon eine wesentlich bessere Beschleunigung. Was uns nicht davon abhält, da ein bisschen zu crashen. Ja, unten haben wir auch so eine, was man auch hier vom Rallye so kennt, so eine Schutzplatte da. Unter dem Motor. Auch ganz cool. Und eben, was mir auch gerade auffällt, an den Vorderrädern da, diese, was ist denn das, so ein Sandspritzabfang-Gummiteil da, was man halt irgendwie aus der Rallye Dakar kennt. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, wir fahren nochmal runter. Und dann können wir ja nochmal ein bisschen hier auf der Insel rumfahren. Und da finden wir das Auto schon. Und da ist die Platte da auch abgefallen. Sieht schon ziemlich cool aus, wie jedes Auto natürlich. Was soll ich dazu noch sagen? BeamNG. Wunderbares Spiel. So, wir setzen mal unseren Spawnpunkt hier. Und dann nehmen wir hier diesen Geländeabschnitt. Die Rallye-Version haben wir, die können wir gerade mal beibehalten. Und können hier diesen Berg hochfahren. Ich denke mal, das führt da über den Berg. Ich bin hier zwar schon das ein oder andere Mal lang, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, mir jetzt eine Spat. Ich gehe einfach mal links, fahren wir mal von dem Berg eben weg. Nimm mal einfach mal einen anderen Weg. Und wenigstens lässt sich der Corvette ein bisschen besser kontrollieren. Dadurch, dass es eben so ein kleinerer Wagen ist. Der auch nicht unbedingt die absolute Höchstgeschwindigkeit hat. So, hier wird es jetzt ein bisschen geländefreudiger. Und trotz Rallye-Version müssen wir trotzdem aufpassen. Wir haben jetzt nicht unbedingt den Jeep oder sowas. Aber hier kommen wir schon wieder auf Asphalt. Da haben wir ein Gebäude. Und wir nehmen einfach mal hier diesen Weg. Und oh, ich kann nicht mehr fahren. Was ist da passiert? Ich kann nicht mehr beschleunigen. Irgendwas muss da kaputt gegangen sein. Kann man von unten kann man ja eigentlich auch gucken, aber absolut keine äußerliche Beschädigung. Ich sehe mir gerade hier in so einem Industriegebiet, was ich vorher auch noch nicht entdeckt hatte. Das ist alles neu hier. Kann aber auch natürlich nach und nach reingepatcht worden sein. So, neuen Spawnpunkt gesetzt. Wir nehmen mal eine andere Version. Gucken uns mal hier die Turbo-Renn-Variante an. Wir sind ja gerade auf Asphalt. So, mal gucken, was die kann. Optisch nur ein paar neue Satz Felgen drauf. Unten ist auch diese Verkleidung da weg und dieser Spritzschutz da an den Vorderrädern. Und der geht doch schon wesentlich flotter jetzt ab. Folgen wir einfach mal weiter hier der Straße, erkundet ein bisschen. Mit der Handbremse kann man hier auch schön arbeiten. Schön kontrollierbar das Fahrzeug in allen verschiedenen Variationen. Und da sind wir gegen den Baum. Eieiei. Das war sehr, sehr knapp. Da haben wir uns da vorne das Vorderrad schön abgehauen. Können aber gerade den Punkt mal neu setzen. Jetzt sind wir da so ein bisschen im Busch drin, aber können uns befreien. Alles wunderbar. Können weitermachen. Und da ist es gefährlich. Da war nochmal ein Baum. Und ich verliere die Kontrolle. Es geht Richtung Strand. Gerade nochmal zurücksetzen. Okay, jetzt sind wir wieder in den Busch da drin. Können wir uns nochmal befreien? Wir können es. Ja, wenn wir jetzt da weiter der Straße folgen, müssten wir wieder beim Spawnpunkt rauskommen. Und da sind wir wieder gegen so einen Busch. Da haben wir uns vorne da was kaputt gehauen. Ah, ein bisschen was mitgenommen hier. Ich setze hier mal einen neuen Punkt. Und weiter geht's. Oh, die Kurve war zu knapp. Da waren wir zu schnell. Überschlagen uns mehrmals. Einmal können wir es noch probieren und dann gehen wir noch mal auf eine andere Map. Auf die Industrial Side. Da gibt es ein paar schöne Rennstrecken. Da können wir den kleinen Corvette auch mal lang jagen. So, hier haben wir nämlich wieder die Gas Station. Und da kriegen wir die Kurve nicht. Fliegen ab. Relativ harter Einprall. Vorne ist alles weg. Und ja, mit diesen Bildern wechseln wir mal die Map, würde ich sagen.
So, wo haben wir sie denn? Industrial Site. Und da können wir dann auch mal diese Custom-Variante ausprobieren, die schwarze. So, hier sind wir schon. GPU covered und die Custom-Budget, die können wir auch schwarz lassen. So, was haben wir denn hier? Bis auf die Felgen, alles hier normal. Sportlenkrad wieder am Start. Und geht auch relativ flott ab wie die Rennversion. Gucken, hier kann man auch ein bisschen mit der Handbremse natürlich arbeiten. Aufgrund der relativ geringen Geschwindigkeit geht das ganz gut. Natürlich auch Frontantrieb, das merkt man. Und das sieht man natürlich auch an den Spuren. Das ist eine der kleinen Rennstrecken hier auf der Map auf Industrial Site. Es gibt dann noch eine Gravel-Strecke, die eher so für die Rennbuggies geeignet ist. Und auch nochmal eine Rallye-Cross-Strecke. Aber da, oder die werden uns für ein anderes Auto aufheben. Das sind wir hier zu schnell und crashen hier raus. Und da hinten sieht man sogar schon einen Teil. Wobei, da könnten wir eigentlich auch jetzt schon mal hinfahren. Was soll's? Ja, beziehungsweise ein Teil ist es nicht, es ist einfach eine Strecke, die da wahrscheinlich hinführt. Mal gucken, wir nehmen mal hier links den Schotter. Hier müssen wir nur aufpassen, es sind überall Steine oder irgendwelche Metallstangen, die hier rausragen. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf dem puren Gravel, auf der puren Gravel-Strecke. Die ist nicht so geeignet für das Fahrzeug hier. Da sollten wir einen Truck oder ähnliches nehmen. Aber ich sehe gerade da hinten, da haben wir noch eine weitere reine Asphaltstrecke. Und da ist der Motor ausgegangen. Da haben wir uns zu sehr den Unterboden, glaube ich, angehauen. Stoßstange hängt auch ein bisschen nach unten. Aber das soll uns nicht dran hindern, hier das Ganze zu befahren. Neuer Spawnpunkt ist gesetzt. Und dann nehmen wir mal hier eine Runde mit. Auch hier eher so fürs Driften geeignet. Hat was im Sinne von Kartstrecke hier, der Stil. Und hier kann man auch die freie Fahrt genießen. So, wir können noch mal gerade das Auto hier platzieren. Wir können noch mal ein weiteres spawnen, damit wir auch einen kleinen Crash-Test natürlich machen können. Das soll natürlich auch nicht fehlen. Ich nehme mal hier die Rallye-Variante. Gerade noch mal eine andere Farbe. Nehmen wir mal gelb. Das ist ja soweit egal. So. Dann nehmen wir mal von da hinten Anlauf und schauen uns mal an, was denn passiert, wenn wir unseren Covid-Kollegen da so ein bisschen crashen. Schön vorne rein. Ah, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Weiterfahren können wir allerdings nicht, wobei die Räder und das alles noch so ganz in Ordnung aussieht. Ich spawn gleich noch mal ein weiteres, damit wir da noch mal in den Haufen reinfahren können. Nehmen wir mal die Standard der Standardvarianten, schön hier mit den Stahlfelgen. Das ist die absolute Standardvariante. Aber mit der macht auch Spaß zum Umfahren. So, haben wir mal den gelben rein. Damn. Oh, den hauen wir aber ganz schön weg hier. Mit einer Kraft. Und wir können sogar weiterfahren. Okay, doch nicht. Da hat sie den Motor zu sehr zerhauen. Und ja, da würde ich sagen, das war der Episode Cobbett. Wir sind durch mit diesem Fahrzeug und ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann bis zur nächsten Folge BeamNG Drive.